So, bin auf Sendung, yay! Kann also losgehen. Mal gucken, wie es denn heute weitergeht im Vergleich zu gestern. Schauen wir doch mal. Also, es sollte soweit alles laufen. Ich habe ja eigentlich nichts verändert im Gegensatz zu gestern oder in Bezug zu gestern. So, dann machen wir einfach mal. Wird schon irgendwie schief gehen. Warte, ich muss noch was hier wieder richten auf meinen zweiten Monitor. Zack. Bin hier schon ganz schön weit gekommen, das kann ich schon mal festhalten. So. Alle Störgeräte ausgeschaltet? Ja, ist schon mal der Fall. Das muss nur noch mal einen kleinen Millimeter hier rüber. Und dann sollte es funktionieren. Ja, jetzt sollte das alles ordentlich funktionieren. Okay, dann wollen wir mal ins Spiel gehen. Wo sind wir denn stehen geblieben? 14 Stunden 43 Minuten. Das habe ich gestreamt. Krank! Okay. So, wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Richtig, wir sollten zum Hanuhanu-Resort. Das kann ich ja so schon mal festhalten. So, da muss ich nur noch mal ganz kurz verkünden, dass ich gerade hier was mache. So. Wieder am... So, ich warte nur noch ein paar Sekunden, dann ist das hier schon in Ordnung. So, XD natürlich hinterher. Okay, wollen wir jetzt loslegen? Natürlich wollen wir loslegen. Ist ja auch egal, ob jetzt erstmal jemand da ist oder nicht. So, also, was machen wir denn? Erstmal das Menü öffnen, genau, das ist erstmal das Beste, was man überhaupt machen kann. Ach ja, das Pokémon-Resort. Warte mal, ich könnte hier eigentlich mal das Pokémon-Resort starten in der Zeit. Was? Momentchen mal. Will man hier gleich am Anfang Stress haben? Osten 9819. Ich weiß ja nicht, was da für ein Problem ist, aber ich habe keine Ahnung. So, warte mal. Ich weiß ja nicht, in welchem Zusammenhang du das geschrieben hast, aber eher, ne? Zack. Okay. So, jetzt können wir nämlich erstmal uns das Pokémon-Resort angucken. Ja, da ist das Pokémon-Resort, blablabla. Ja. Ja, ich heiße The Francine, wie soll es auch anders sein? Der Stream geht ja mal atemberaubend los hier, das ist ja irre. Ja, ja, ich weiß, ich muss die Boden aufheben, dann machen wir das mal. Ja, hier, so, habe ich aufgehoben. Ich weiß, dass die das mögen. Ja, ich weiß. Ich weiß, wie das aussieht. Also, wir müssen hier an diesen lustigen Baum schütteln. Und nochmal zum Mitschreiben. Ja, ich weiß, dass die herabgefallen sind. Das kennen wir ja bereits. Okay. Und wenn sich ein bisschen was angesammelt hat, kann ich endlich mit der Story weiterfahren. Nur ist heute früh um 3:15 oder 3:30. Keine Ahnung, wann das war. Da dachte ich, nee, das muss ja nur nicht sein. Ja, ich weiß, hier. Ich weiß, da kann ich Pokébohnen ablegen. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Ja, das weiß ich auch. Danke. Danke, Mr. Moon. Danke, Mr. Moon, dass du mich darüber aufklärst. Das ist sehr schön. Ich kenne aber das Pokémon-Resort schon ein bisschen. Wollen wir mal einen von der Palme wedeln? So, einmal hier. Und dann machen wir uns auch zum Hanuhanu-Resort. Ich habe schon lange nicht mal mitbekommen, dass das Bodenaufsammeln solche komischen Geräusche macht. Aber es ist halt, wenn man in den Weihnachtsferien das jeden Tag ohne Ton gemacht hat, dann kommt sowas mal zustande. So, was haben wir denn hier noch? Ja, ja, komm hier. Zeig mir mit deiner Patschepfote. Ja, Hausfloß. Genau, für andere mag es... Ja, wie schön. Ich habe 17 Pokémon in der Box. Bisschen wenig noch, aber das kann man ja noch ein bisschen ausbauen, oder? So, ja... Noch in den Kinderschuhen. Ja, ich werde das noch ausbauen. Ja, ich helfe das auszubauen. Und das bedeutet entweder eine bestehende Insel und bliblablub. Ich weiß. Ja, ja. Ein Standard-Pokebohnen ist auch gut. So, und nicht vergessen, mein Name ist Moon. Ja, das steht da oben. Das kann ich schon noch lesen. Ich kann auch lesen. Das sollte man... Ja, das sollte man zumindest mir schon anvertrauen, dass ich das hinkriege.
Wie sonst hätte ich ein erstes Staatsexamen schaffen können? Also, nun. Auch wenn man lange für gebraucht hat, aber ist egal. Ein erstes Staatsexamen ist ein erstes Staatsexamen. Ja, ich... Nee, ich will erstmal keine Bohnen einlagern. Bohnen? Okay, wir können erstmal nichts weiter von der Palme wählen. Wir haben ja auch nichts weiter. So, was kann man denn hier machen? Wie wäre es mit einer Insel auszubauen? Du hast dich dazu entschlossen, ja? Ja, ich weiß. Ja, genau, das weiß ich auch. Es hängt auch davon ab, wie viel Pokémon ich habe. Dessen bin ich mir auch bewusst. So, welche Insel du ausbauen willst. Ja, ich wähle diese Insel zum Ausbauen. Zack. Dann machst du dich doch gleich mal an die Arbeit. Sehr schön. So, der Ausbau der Wohlfühlinsel ist auch abgeschlossen. Yay! Heißt, ich kann jetzt hier noch ein bisschen mehr anbauen, ne? Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich goldrichtig. Oh, cool. So. Nee, ich will mir den Bericht von Taurus auch nicht angucken. Ich will nur, dass ich hier einfach mal ein paar Pokebohnen einlagere. Wie wäre es... Ach, komm, hier. So, da kommt ein bisschen Freude auf. Alles klar. Und dann können wir hier das Ressort erstmal wieder verlassen. Und dann können wir jetzt endlich mit der Story weitermachen. Das war jetzt erstmal nur für den Anfang. Aber es soll ja schließlich auch noch weitergehen. Also. Was sagt der Stream? Alles okay soweit? Ja, alles paletti. Gut, dann machen wir uns mal weiter. Jetzt gehen wir nämlich zum Hanohanno-Ressort. Da können wir ja auch noch ein bisschen was erkunden. Konnte man da nicht auch Gufa fangen? Nee, ne? Aber irgendwas war da noch. Irgendwie, irgendwo, irgendwann war da noch was. Der ist auf jeden Fall weg mit seinem Bissbark. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ja, wenn du da Spaß verspürst, ist es in Ordnung, das zu machen. Hier bin ich im Let's Play gar nicht runtergegangen, fällt mir gerade ein. Okay, aber da habe ich auch nichts verpasst. Ist also nicht weiter schlimm. Ah ja, das Kind möchte auch mal in den Schnabel eines Pelippas. Naja, ob das so toll ist, weiß ich gerade nicht. Aber das ist ja nun auch egal. So. Die Aussprache. Pikachu. Pikachu. Ach so, ich sollte vielleicht mal absteigen. Nein, ich wollte nur absteigen. Danke. Wollte man nur noch mal pflichtgemäß mit ihm sprechen. Niki Sand 123456 folgt mir jetzt auf Twitch. Erstmal vielen Dank für den Follow. Aber da kommt gleich auch der lustige Sound dafür. So, und Pikachu sein. Yay! Warte. Ach nee, da gehe ich nicht rein, weil... dann komme ich ja schon in einen Bereich, da will ich noch gar nicht hin. Aber ich möchte zum Hanohanno-Strand. Denn hier haben wir doch eine geheimnisvolle Lebensform, die wir absorbieren können. Oh, da haben wir noch eine Dame. Aber ich möchte erstmal zu ihm hier. Ach, da liegt ja auch noch eine geheimnisvolle Lebensform. Alarm! Alarm! Jo, erstmal noch Nikosand 123456, vielen Dank. Oder 123.456, vielen Dank für deinen Follow. Und hallo Beta-Misshandlung. Ja, ich habe mir gedacht, ich streame heute einfach mal wieder. Was ist denn hier gerade runtergefallen? Nichts, okay. Ich muss mal gucken, ob ich alle Kabellagen in Reichweite habe. So. Letzter Schleiß. Glänzender Schleiß, genau. Okay. Ein Gufa-Schleuderer. Ja. Wir fragen mal ganz genau nach, was wir machen müssen, obwohl ich ja schon weiß, was ich hier machen muss. Wie gesagt, ich kenn's ja aus meinem Let's Play zu Pokémon Mond und heute... Jetzt ist Part 37 schon seit 10 Minuten online auf YouTube. Yay. Ja, ja, das Gufa fangen, ins Meer schleudern und so weiter. Ja klar, warum nicht? Da können wir noch ein paar Poké-Dollar dazu verdienen. Deswegen machen wir das einfach mal. Oh mein Gott, wenn ich mal überlege, ich hatte ja bis... Ich hatte, glaube ich... Also mein Spielstand ist jetzt 14 Stunden 43 Minuten alt oder so. Jetzt schon wieder ein bisschen länger, aber... Das muss man sich mal vorstellen, wie lange ich da gestreamt habe. Das ist schon ziemlich heftig. Ja, genau. Das kann ich machen. Hier finden wir dann die Sandburg. Da finden wir erstmal einen Gufa und dafür können wir ja gerne noch die Quest machen. Und ja, genau, die bessere Begrüßung ist eigentlich Alola. Das stimmt. So mache ich es ja auch im Let's Play. Da sage ich auch in jedem Fall Alola und herzlich willkommen zurück zu... Naja, und so weiter, ne? Da sage ich nur immer Pokémon Mond.
Aber in den ersten Parts wollte mir der Titel einfach nie einfallen. Da habe ich dann immer gesagt, willkommen zu, nun. Ja, zu irgendwas. Ich glaube, das dürfte jetzt die Sandburg sein. Die habe ich im Let's Play zumindest so genannt. War ja auch im Team mit drin. Nein, es ist ein Stern, du. Gut, nehmen wir auch entgegen. Habe ich kein Problem damit. Sergeant Nearby ist aber auch an der richtigen Stelle. Also von daher, was haben wir denn hier Schönes? Nehmen wir den Tropenkick. Und plopp. Warum habe ich das jetzt eigentlich besiegt? Ja, ich bin schon wieder halb Brain AFK. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Was hat ein Milzer? Meinst du nicht Milftank? Oder war das wieder ein anderes Pokémon? Ich bin wieder komplett confused. Aber, huch. Eigentlich wollte ich in dieses Pokémon doch gar nicht reinlaufen. Warte mal, Milzer? Doch, das könnte ein anderes Pokémon gewesen sein. Da haben wir einen Sankabu. Das ist ja auch wieder ein heftiges Pokémon. Ach, Anele, ja grüß dich. Schönen Samstag wünsche ich dir. So, warte mal, jetzt darf ich nur nicht zu viel Schaden anrichten. Wir nehmen erstmal den Nun, ja, man merkt, ich bin immer noch ein bisschen Brain AFK. Also natürlich, eine Normalattacke auf ein Geist-Pokémon ist ja sehr effektiv, Ultra effektiv. Okay, wir probieren es mit einem Rasierblatt, der natürlich daneben geht. Wow. Auf einem Pflanzen-Pokémon eine Pflanzenattacke anzuwenden, ist nicht gerade klug. Aber ja, gut, das sage ich, der einen Stampfer auf ein, ja, auf ein Geist-Pokémon anwendet. Naja, was soll man da nur zu sagen? Ja, ist im Sandgrab gefangen. Okay, pass auf. Wir können darüber reden, Sankabu. Ich finde ja die goldene Schaufel, also die Shiny-Form, die ist ja mal richtig hardcore. Warum geht das Rasierblatt immer wieder daneben? Ich will doch einfach nur ein bisschen Schaden zufügen. Ist denn das schon zu viel verlangt? Anscheinend ist es das. Alles wieder gut wegen gestern? Ja, was soll denn da nicht gut gewesen sein, Daiki? Das klingt ja jetzt so, als wäre es mir gestern richtig schlecht gegangen, aber das war ja ein schöner Stream. Deswegen... Ja gut, ich habe lange gestreamt, das stimmt, aber ich habe dann ausgeschlafen. Und deswegen, gut. Also das Sankapu wollte sich jetzt gerade nicht fangen lassen. Ja, aber so ist alles fit. Also, wüsste jetzt nicht, dass ich mich beklagen müsste, könnte, sollte. Okay, unsere Aufgabe ist es jetzt aber erstmal, diese Goofa wieder ins Meer zurückzuschleudern. Ich gucke mich erstmal hier am Strand um. Da haben wir nämlich noch dieses Goofa. Dürfte man ja schon drei haben. Ach so. Ja, das war doch lustig. Also, ich fand das nur gerade so unfassbar, dass dann halt ich geradet wurde im Stream. Aber das war ja lustig. Also, ne? Wurde es ja schon überrannt mit Hashtag PicoFamily. Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht, aber es war cool. Es war einfach cool. Also von daher habe ich keine Einwände gegen. Wenn sowas passiert, das ist immer sehr unterhaltsam. Und da habe ich ja schon gesagt, das ist ja schön, wenn das so einfach mal unter Streamern gemacht wird. Von daher, nö, ist das in Ordnung. Ja, das war in der Nacht. Ich habe ja, Anele, das musst du dir vorstellen, ich habe bis, ich glaube, halb oder dreiviertel vier gestreamt. Also, nee, warte mal. Also ich habe auf jeden Fall richtig lange gestreamt, also knapp 15 Stunden, könnte man sagen. Und halt währenddessen ich gestreamt habe, wurde ich halt mit Hashtag PicoFamily geradet. Oder ja, viertel vor, je nachdem, welche Sprechweise geläufig ist, ne? So, habe ich jetzt nicht alles schon hier ins Meer geworfen? Doch, müsste eigentlich so sein. Warte mal, ich werde nochmal ganz kurz mit euch quasseln. Ja. Im Kampf lustige Trainer. Okay. Wir machen jetzt den Strand unsicher. Danke, dass du mich noch daran erinnerst. Oh, ja. Ach, hier. Ja, ich würde... Also, das macht man so. Man geht dann sozusagen bei jemandem in den Stream und der spammt ihn mit irgendeinem Hashtag voll, weil man ihn dann sozusagen raidet. Das ist halt... Ja, wie soll man sagen? Das ist halt einfach mal lustig, wenn man sowas erleben darf.
Also ich habe ja da selber schon mal mitgemacht, aber wenn man das mal selber miterlebt als Streamer, dann ist das schon sehr unterhaltsam. So, ich habe erstmal alle Goofer wieder zurückgeworfen ins Meer und für diesen bisschen, also für diesen kleinen Aufwand kriege ich jetzt 20.000 Poké-Dollar. Habe jetzt schon über 100.000. Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Ja, ich kann das jeden Tag wieder machen, aber will ich das jeden Tag machen, ist die andere Frage, die sich mir stellt. Kann man da nicht irgendwie effektiver noch Geld bekommen? Ja. Ja, sie schenkt mir einfach mal was. Ja, genau, das ist einfach so der Spaß daran. Richtig. Ja, am Strand sollte man dafür sorgen, dass man immer gut versorgt ist. Das hat sie schon richtig gesagt. Ja, komm. Eine Perle, yay. Für mich ist es nur noch ein Auftrag, eine Perle fürs Leben zu finden, ja. Sagt man das überhaupt noch, meine Perle? Also zu meiner Freundin? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das ist schon wirklich nicht mehr up to date. Oh, ein wildes Wasser-Pokémon. Mal gucken, welches das nun ist. Wir schauen doch mal. Ja gut, ein Tentacher. Ist jetzt nicht gerade das beste Pokémon, was ich als Gegner haben möchte, weil... Ja, Gift ist gerade ganz schön effektiv, aber wir probieren es einfach mal. Es ist ja immerhin normal effektiv und 10 Level im Vorsprung sollte... Ups. Ich habe echt gerade kein feines Gefühl mehr für wilde Pokémon. Aber egal, Nidschan erreicht Stufe 31. Haben wir doch schon wieder was geschafft für den heutigen Stream. Ich muss jetzt natürlich immer noch den Ladebild... Quatsch. Die Ladeanzeige... Nee, die Statusanzeige des Akkustandes im Auge behalten, denn ich habe jetzt das Ladegerät nicht dran, aber es liegt hier schon parat. Schon wieder ein Tentacher. Ja, da haben wir schon mal dieses Gelöt rumliegen. Was anstatt Perle Freundin sein ist doof? Nee, ich weiß es ja nicht. Also ich weiß ja nicht, ob man das heutzutage noch sagt. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Sagt man das heutzutage noch? Ach, okay, das waren Crits, aber ja. Scope-Linse und Rasierblatt. Also eine Erhöhung der Crit-Chance ist eine Erhöhungception. Gut, das war eigentlich schon fast logisch, dass das ein Volltreffer ist. Hallo, Schwimmer. Ja, also wie gesagt, wenn man das heutzutage noch sagt, keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Ich habe noch nie eine Freundin gehabt. Das ist ja das Schlimme daran. So. Ich weiß es echt nicht. Also von daher, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich wird man sich dann irgendwelche anderen Kosenamen schon ausdenken. Ich weiß es nicht. So, ein Lusardin, was nicht mal, doch Fischschwarm. Denn Fischschwarm hat, ja, die Wirkung, dass es dann so aussieht. Ganz schön bedrohlich, erinnert mich ein bisschen an Findet Nemo, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo dieser Fischschwarm dann diese Grimassen sozusagen von Nemo nachmacht. Aber ich fand auch den Nachfolger, Findet Dory, richtig cool. Also, der war auch sehr unterhaltsam, immer schön... Ja, im Wechsel zwischen Spannung und lustigen Passagen. Also, für mich hatte es sich gelohnt. Und wie gesagt, Steffi und Philipp und auch der gute Nekotube, die haben mir schon gesagt, Assassin's Creed war cool. Also von daher. Unbeliebt? Cool, Unbeliebt hat mich auf YouTube abonniert. Das ist ja cool. Kann ich hier auf meiner Uhr nachlesen, auch wenn man das jetzt... Ey, ich kann meinen Arm nicht so geschickt drehen. Ja, jetzt ist es eh wieder aus, aber ja, auf der Apple Watch, da kann man ein paar lustige Infos ablesen. So. Auf Krawall gebürstet? Naja, ich kenne diese Ausdrücke schon noch, auf Krawall gebürstet. Aber ja gut, ich meine, da ändern sich ja die Ausdrucksweisen auch stets und ständig oder von Jahr zu Jahr. Wow. Es wehrt die Attacke ab. Natürlich kommt auch noch eine Verwirrung. Ich hab's nicht kommen sehen. Wie war das? Was sagt ein Blinder, wenn er gegen einen Baum läuft? Das habe ich kommen sehen. Ja, und den Witz habe ich selber von einem Blinden. Also darf ich den erzählen. Oder von Rollstuhlfahrern hat man auch die besten Witze erfahren. Also von daher,
Hat das eine Verwirrungsgarantie? Jetzt muss ich mal ganz blöd nachfragen. Ah, weißt du was? Hier. Ich will mal sehen, wie die Attacke aussieht. Ach, der Stream geht ja schön los. Der Stream geht ja wunderbar los hier. So, jetzt sei aber nicht verwirrt. Danke. Okay, Wangenrubbler sieht langweilig aus, sagen wir es mal so, aber es hat seine Wirkung nicht verfehlt. Cool. Die Paralyse kam wenigstens mal durch, das ist schön. Also Wangenrubbler werde ich auf jeden Fall behalten, weil das ab und zu doch mal sehr, sehr hilfreich sein kann. Punktensprung, tut seinen Dienst, yay. Ach, okay, Steffi ist arbeiten. Ja, wünsche ich ihr eine gute Schicht, auch wenn sie es jetzt nicht sieht, ist klar, aber... Ja, oh nein, sagt sie da, die gute Gegnerin. Warte mal, was haben wir hier? Du hast das Faustdick hinter den Ohren. Ja, das, den Spruch kennt man auch noch. Faustdick hinter den Ohren und... Ach, da gibt es ja einige Sprüche. Die fallen mir zwar nicht immer sofort ein, aber ja, man kennt sie. Wie war das, was hatte ich mal von Seminar? Fachrichtungsübergreifendes, da hatte ich ein bisschen Sprachbehindertenpädagogik. Da war das mit diesen aktiven und passiven Wortschatz. Man hat einen aktiven und einen passiven, also Wörter, die man sofort abrufen kann. Und manche, die man nicht sofort abrufen kann, die aber da sind. Und wenn sie, wenn man sich nur dran